In IOTA 2.0 werden Sie auf zwei Arten dazu ermutigt, das Netzwerk zu unterstützen. Erstens, Validierung von Blöcken, während Ihre Mittel gesperrt sind. Oder zweitens, durch Delegierung Ihrer Stimmberechtigung an einen Validator. Um Validator zu werden, müssen Sie lediglich einen Knoten betreiben und IOTA-Token als Sicherheit hinterlegen. Sie haben dann die Möglichkeit, für das Validator-Komitee ausgewählt zu werden. Jedes Mitglied des Validator-Komitees erhält Stimmrechte basierend auf der Größe ihres Einsatzes. Das Validatoren-Komitee gibt regelmäßig Validierungsblöcke heraus, die Transaktionen bestätigen und Blöcke abschließen helfen. Als Validator werden Sie mit mehr Mana belohnt als durch das Halten von Tokens oder Delegieren derselben, wobei die Menge von Ihrem Einsatz und der Korrektheit Ihrer Validierungsblöcke abhängt. Sie können auch Mana erhalten, indem Sie Ihre Stimmberechtigung an einen Validator delegieren, ohne Token sperren zu müssen. Dieses Anreizmodell schafft eine Gemeinschaft von Validatoren und Delegatoren, alle mit Mana belohnt.